the Dimorphodon, a member of the pterosaur family. It is a fairly poor flyer, mainly due to its shorter wingspan. It relies on frantic short flights. Und das war der Species Field Guide von dem Dimorphodon, den zweiten bestätigten Flugsaurier für Jurassic World Evolution 2. Wir schauen uns den natürlich jetzt nochmal gemeinsam ein wenig genauer an. The Dimorphodon, a member. Hier schon mal sehr cool, da sieht man nämlich diese Animation, wie es aussieht, wenn mehrere Dimorphodons gleichzeitig aus dem Aviarium in das Aviarium entlassen werden. Sieht sehr cool aus, wie die da zu dritt rauskommen. Schauen wir uns jetzt nochmal ohne Unterbrechung kurz an. The Dimorphodon, a member of the pterosaur family. It is a fairly. Er fliegt sehr langsam und eher so auf der Stelle so ein bisschen. Aber ich finde, der sieht richtig nice aus. Sieht aus wie im Film. Und hier mit dem langen Schweif, das ist auch echt cool. Poor flyer, mainly due to its shorter wingspan. It relies on frantic short flights. Ja, im Hintergrund sieht man leider jetzt nicht so viel, aber man sieht hier den Dimorphodon wirklich nochmal sehr, sehr gut. Sieht echt interessant aus, der hat auch eine tolle Maserung und auch hier diese ganzen Äderchen auf dem Flügel sehen echt cool aus. Dann natürlich das scharfe Gebiss, mega nice. Da sieht man ihn auch nochmal fliegen im Hintergrund. Oh, wie viele das sind, hier sind überall welche. Das ist ja cool. Oh mein Gott, das sind ja richtig viele. Habt ihr das gesehen? Ihr müsst mal darauf achten, wie viele im Hintergrund sind. Sind bestimmt über 10 Stück. Das ist ja heftig. It relies on frantic short flights. Okay, das ist mega cool. Das wirkt richtig belebt, dieses Aviarium. Und ich glaube, vielleicht wird man da gar keine Begrenzung haben, beziehungsweise eine sehr hohe Begrenzung, wie viele Flugsaurier man dann in einem Aviarium unterbringen kann. Weil das sind definitiv über 10 gewesen. Sieht aber richtig cool aus. Und ich finde es auch cool, dass hier so Wasser unten drin ist und sowas. Aber man sieht, glaube ich, noch nicht, dass da irgendwas auf dem Boden landet. Die sind alle in der Luft und die landen höchstens hier auf diesen Seitendingern. Also hier auf dem Boden sehe ich keinen. Müssen wir uns überraschen lassen, ob das dann auch möglich sein wird. Obwohl doch, da, der landet, glaube ich, gerade auf dem Boden. Ist gesehen, ich spule nochmal zurück. Da dieser hier, achtet mal auf den Dimorphodon. Ja, der geht definitiv gerade runter. Also können die Dinosaurier auch auf dem Boden landen. Dann haben wir das auch bestätigt. Ich muss sagen, ich finde den Dimorphodon mega cool. Also es war eigentlich für mich schon klar, dass der im Spiel sein wird, weil der ist ein Must-Have, der kam in den Filmen vor, der kam in Camp Kreidezeit vor. Und deshalb durfte der Dimorphodon definitiv nicht fehlen. Und ich freue mich auch sehr auf den Dimorphodon. Ich hoffe, dieser Species Field Guide und diese kurze Analyse haben euch gefallen. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.